Willkommen zu einem neuen Beitrag und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mystery Kurzmeldungen, dem Format, in dem ich mich den kleinen Meldungen aus der Presse, von Blogs und Webseiten widme, die Themen Mythen und Mystery zum Inhalt haben oder die diese Thematik so ein bisschen berühren. Zunächst einmal möchte ich mich aber bei euch ganz herzlich bedanken. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich hab's echt verpennt. Mittlerweile sind wir 150.000 Mythengemeindenmitglieder hier geworden. Ich habe das zwar vor einer Woche oder anderthalb noch realisiert, dass es bald soweit ist, aber dadurch, dass es mir da nicht ganz so gut ging, habe ich da irgendwie den Faden verloren und gestern wurde ich dann durch Gratulationen in den Kommentaren daran erinnert, dass es ja schon soweit ist. Deshalb erst einmal herzlichen Dank an alle, die diesen Kanal abonniert haben, die hier schon lange dabei sind und dem Kanal die Treue gehalten haben oder an die auch, die neu hinzugekommen sind. Ich hoffe, es wird euch hier gefallen. Ich werde weiter versuchen, es uns auf unserem kleinen Kanal hier so kuschelig wie möglich zu machen. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Vielen, vielen Dank an euch. Meine Lieben, es ist Sommer. Die Bäume tragen wieder ihre grüne Blätterpracht. Überall sprießen die Blumen und die unbekannten Pflanzen am Wegesrand. Und auf den Feldern, da gedeiht das Getreide. Das steht da zwar noch ziemlich grün herum, aber es ist nie zu früh für ein paar erste Kornkreise. Und zu diesem Thema der Kornkreise, da gibt es ja eine ganze Menge verschiedener Meinungen. Deshalb formuliere ich es jetzt einmal so. Es gibt natürlich Kornkreise, die menschengemacht sind. Und manchmal sind die dann schon so auffällig gemacht, dass man eigentlich schon dran fühlen kann, dass es eben ein menschengemachter Kornkreis ist. So wie dieser hier. Ja, das Bild machte gerade so die Runde auf verschiedenen Plattformen, so wie Facebook zum Beispiel. Ein Kornkreis in der Form eines uns derzeit recht bekannten Virus und in der Mitte das Windows-Emblem. Was uns dieser Kornkreis sagen möchte, ich glaube, das brauchen wir da nicht mehr lange zu diskutieren. Aber darüber hinaus, dass er menschengemacht wäre, wenn er so wäre, war dennoch nicht einmal echt. Denn wie sich jetzt wunderbar herausstellte, ist das Ganze eine reine Photoshop-Arbeit. Wenn er diese beiden Bilder hier vergleicht, besonders oben, was diese rückwärtige Landschaft angeht und so, da werdet ihr erkennen, dass die Grundlage ein und dasselbe Foto war. Das rechte ist aus einem Bildband über Kornkreise und das linke eben dann das daraus mit Photoshop erstellte Bild. Ja Mensch, jetzt wo man nachts nicht mehr um 2 Uhr raus muss, um auf dem Feld irgendwelche Kornkreise zu faken, sondern das gemütlich von zu Hause aus machen kann, da wird da sicher noch so einiges auf uns zukommen. Gelegentlich, meine Lieben, da findet man in Foren oder auf Webseiten schon einmal Themen, die sind eigentlich abgegrast, lange vorbei, aber dann werden sie wieder einmal sozusagen ans Tageslicht geholt und neu diskutiert. Und wenn man sich die Fotos zu diesen Berichten dann ansieht, dann kann man sich fragen, ist das Ganze Pareidolie oder stand da wirklich etwas? Und im Fall dessen, worüber ich nun gerade etwas gefunden habe, da geht es um die Frage, hat man da auf dem Mond wirklich eine Pyramide fotografiert oder ist das Ganze Pareidolie? Das, was damals diskutiert und heute wieder hervorgegraben wurde, das begann eigentlich mit diesem Bild. Das ist eine Aufnahme, die bei der Apollo 17 Mission zum Mond gemacht wurde. Sozusagen ein glatter Fehlschuss, denn da konnte man eigentlich nichts drauf erkennen. Das Ganze war in Wirklichkeit recht dunkel, man sah also so gut wie nichts. Nun wurden diese Bilder ja irgendwann einmal im Internet veröffentlicht und die haben sich dann einige runtergeladen und ein bisschen daran rumgearbeitet und zum Schluss kam dann dieses Ergebnis. Und für einige ist klar, das, was wir dort sehen, das ist ein Objekt, das in der Ferne aufgenommen wurde, und zwar in der Form einer Pyramide. Also man erkennt da jetzt nicht wirklich so viel drauf, weil das Ding ja ziemlich verrauscht ist und eigentlich auch sehr stark mit Filtern bearbeitet wurde. Aber man hat sich dann auf die Suche gemacht, ihr kennt ja diese Enthusiasten, die dann Zentimeter für Zentimeter die Oberfläche des Mondes absuchen anhand der Bilder, die von der NASA veröffentlicht wurden. Man hat sich dann auf die Suche gemacht, weitere Pyramiden zu finden. Naja, und nach der Meinung einiger ist das Ganze auch gelungen. Zum Beispiel diese Aufnahme hier, da könnt ihr in der Mitte dieses, ja, was ist es, ein Krater, also in der Mitte dieses Kreises etwas sehen, das von der Form her, zumindest so beim ersten Ansehen, schon an eine Pyramide erinnert. Oder eben dann jene merkwürdige Aufnahme, die es da auch noch gibt. Und so wird an manchen Orten nun wieder eifrig diskutiert, was wir dort sehen. Was meint ihr, meine Lieben? Sind das Spiele von irgendwelchen Steinformationen und Licht und Schatten? Ist das Pareidolie oder stehen da wirklich Pyramiden auf dem Mond?
Sollte von euch jemand gerade auf der Suche nach einem neuen Job sein und so ein bisschen Interesse an Mythen und Mystery haben, da habe ich ein gutes Angebot gefunden. Okay, der Weg zur Arbeit, der dürfte etwas weiter sein, weil das Ganze in Indien ist, aber das Jobangebot ist interessant. Die Hindustan Times, die hat einen Beitrag veröffentlicht über die erste Paranormal Helpline in Indien. Das ist nicht ganz richtig, wir wissen ja aus vorherigen Beiträgen, dass da schon mal jemand eine hatte und der ist dann leider verstorben. Aber wie dem auch sei, diese Helpline, die hat derzeit ein Problem, nämlich die bekommt so um die 10 Anrufe am Tag. Und da geht es nach den Angaben dieses Berichtes nicht darum, dass jemand anruft und sagt, hier klappert das Geschirr oder rappeln die Fenster. Nein, es soll darum gehen, dass die Leute dort anrufen, weil sie tatsächlich ein großes Problem mit Poltergeistern oder Spuk haben und das Ganze soll sehr ausgeprägt sein. Dieser junge Mann, den ihr dort auf dem Bild seht, der soll angeblich schon 100 dieser Fälle bearbeitet haben. Der nennt sich Jay Alani und das ist so, ich sag mal, der neue Stern am Paranormal Investigator Himmel in Indien. Und er sucht jetzt tatkräftige Unterstützung zum Poltergeister austreiben. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch den Job jetzt annimmt. Reich werdet ihr da sicher nicht. Ich glaube, der Lohn in Indien, der ist nicht ganz so gut. Aber wenn ihr es macht, nehmt eine Kamera mit, sendet mir eure Videos. Bei der nächsten Kurzmeldung kann ich mir vorstellen, dass die wieder für Heiterkeit in den Kommentaren sorgen wird. Angeblich hat sich die US Navy etwas patentieren lassen. Und dabei soll es um den Schutz ihrer Flugzeuge oder die Ablenkung feindlicher Raketen gehen. Und das Ganze soll mit Hilfe von Laserstrahlen gemacht werden. Diese feindlichen Raketen, die sollen damit aber nicht abgeschossen werden, sondern es sollen Trugbilder erzeugt werden, Trugbilder am Himmel. Dadurch, dass man verschiedene Wellenlängen des Lichtes benutzt, halt Sichtbares und Unsichtbares, da könnte es mit dieser Technik möglich sein, am Himmel eben Objekte zu erzeugen. Also genauer gesagt Bilder, Abbilder von Objekten. Allerdings ist das Ganze eher so zu verstehen, dass dort oben dann Bereiche erzeugt werden, die ja punktuell sich erhitzen zum Beispiel und dadurch Raketen ablenken. Ob dieses Patent, was da angemeldet wurde, tatsächlich funktioniert, das ist ja dann immer eine andere Frage. Aber ich denke, viele von euch, die werden sich jetzt an etwas erinnert fühlen. So, Project Bluebeam zum Beispiel. Aber wie gesagt, die Anmeldung eines Patentes und die tatsächliche Funktionalität dessen, das sind zwei verschiedene Dinge. Wobei aufgrund von Project Bluebeam natürlich gesagt wird, die Amerikaner sind schon lange im Besitz dieser Technik. Ich habe euch diese in Anführungsstrichen Patentanmeldung einmal in die Videobeschreibung gepackt. Das Ganze ist ja nur eine Skizzierung dessen, was da angemeldet wurde. Liebe Mythengemeinde, ich möchte jetzt etwas tun, das ich sonst nie mache und ich weiß, dass einige das jetzt wieder als persönliche Beleidigung ansehen werden, wie ich sowas bloß hier mit reinnehmen kann, aber ich mache es trotzdem, weil es mir ein Anliegen ist. Ich möchte jemanden zum Geburtstag gratulieren. Jemand, mit dem ich in meiner frühen Jugend sehr viel Zeit verbracht habe und auch heute treffen wir uns ab und zu noch einmal, um uns gemeinsam an alte Zeiten zu erinnern. Und ein bisschen passt es doch hier rein, denn das Ganze hat auch etwas mit Gespenstern zu tun. Und derjenige, den mich heute, am 25.05.2020, zu seinem 40. Geburtstag gratuliere, ist Pac-Man. Die ersten Automaten dieses Arcade-Games, die wurden am 25.05.1980 ausgeliefert. Und damit begann sozusagen sein Siegeszug um die Welt. Und es gibt, glaube ich, selbst in der jüngeren Generation kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Und eine Anekdote am Rande, der kleine gelbe Punkt, der die Geister durch die Labyrinthe jagt, der sollte ursprünglich Pac-Man heißen, aber das hat man sich dann kurz vor der Veröffentlichung des Spiels noch einmal anders überlegt. Denn man hatte die Befürchtung, dass einige Jugendliche vielleicht auf die lustige Idee kämen, den ersten Buchstaben von dem Wort zu entfernen und am Automaten mit Edding oder einem anderen Stift dann durch einen anderen Buchstaben zu ersetzen, wodurch ein unschönes Wort zustande kommen würde. Also Pac-Man, alles Gute zum Geburtstag, demnächst sehen wir uns wieder und schwelgen zusammen in Erinnerungen. So, jetzt aber schnell raus aus der Spielhalle und zum nächsten Thema. Die Schriftrollen vom Toten Meer oder auch Qumran-Rollen genannt, die sind ja hinlänglich bekannt. Man hat sie in den 1940er und 50er Jahren in Höhlen im Westjordanland gefunden. Und die sind von besonders historischer Bedeutung. Diese Schriftrollen, die stammen so in etwa aus der Zeit 250 Jahre vor und 40 Jahre nach Christus. Und das sind so in etwa die frühesten Aufzeichnungen, die man gefunden hat
worin Auszüge aus der Bibel stehen, aber auch eben Kommentare darüber. Diese Texte darauf, die wurden in verschiedenen alten Sprachen verfasst, so Hebräisch zum Beispiel oder Aramäisch. Und es ist davon auszugehen, dass mehrere hundert Personen an der Erstellung dieser Schriftrollen gearbeitet haben. Zur Erstellung dieser Schriftrollen, da wurde unter anderem Papyrus oder Ziegen- oder Schafshaut verwendet. Und das Ganze wurde dann in Tonkrügen gelagert und in diesen Höhlen versteckt, wo man sie dann später fand. Seitdem sorgen diese Schriftrollen immer wieder für Diskussionen. Und die Untersuchungen an ihnen, die haben eigentlich nie aufgehört. Aufgrund der schieren Menge dieser Fragmente, die man da fand, das sind ungefähr 15.000 Stück, da wurden sie an verschiedene Labore oder Universitäten verteilt, um dort untersucht zu werden. Unter anderem auch an die Universität von Manchester. Und da gibt es etwas Besonderes, denn diese Uni, die hat auch so einige Fragmente erhalten, da steht überhaupt nichts drauf, also völlig leere Teile dieser Schriftrollen. So jedenfalls dachte man bisher, aber eine neue Untersuchung, die hat ans Tageslicht gebracht, dass dort doch Schrift vorhanden ist, nur eben Schrift, die man nicht sehen kann. Jedenfalls nicht oder nicht mehr mit bloßem Auge. Aber neue Techniken, die machen es nun möglich, Teile dieser Schrift wieder sichtbar zu machen. Hier mal anhand eines Beispiels eines solchen Fragmentes, links so, wie man es mit dem bloßen Auge sieht und rechts mit einer sogenannten Multispektralaufnahme. Da kann man eben doch so einiges an Schriftzeichen entdecken, die man bisher nicht sehen konnte oder nicht mehr sehen konnte. Man darf also gespannt sein, was uns diese Schriftzeichen, die man nun neu entdeckt hat, möglicherweise, wenn man sie komplett rekonstruieren und zusammenfügen kann, noch alles so offenbaren werden. Zum Schluss habe ich jetzt noch etwas, das den einen oder anderen von euch interessieren könnte. Jedenfalls entnehme ich das so den Kommentaren, wenn ich ein Video mache, wo durchaus die Möglichkeit besteht, dass das ein oder andere Erlebnis auf diesem Zustand beruht. Es geht um das Thema Schlafparalyse und da scheint es ja so zu sein, dass einige von euch mit diesem Problem zu kämpfen haben oder hatten. Ein Filmstudent, der darüber einen Film drehen möchte, der ist nicht nur auf der Suche nach Menschen, die dieses Problem haben, sondern der hat auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um diesen Film finanzieren zu können. Das Ganze findet also auch unter der Beratung eines Mediziners statt, der so dieses Thema zu seinem Schwerpunkt gemacht hat. Ihr könnt euch die Seite ja mal anschauen, ob das Ganze etwas für euch ist, wo ihr sagt, das würdet ihr unterstützen oder ob ihr denkt, naja, vielleicht melde ich mich da mal und erzähl meine Geschichte, die ich mit diesem Problem habe. Das scheinen ja in der Mythengemeinde, nach dem, was ich den Kommentaren entnehmen konnte, ja eben dann schon so ein paar von euch zu sein. Also wenn ihr möchtet, dann schaut mal rein, den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, ich höre jetzt hier einmal auf, weil ich meine Stimme ja krankheitsbedingt dann doch noch etwas schonen muss, aber wenn euch dieser Beitrag als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.